Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Merge Tactics Kingdom Defense. Weiter geht's, wir können uns mal zusammen eine Mission der Ausgrabungsstätte angucken, die ich normalerweise immer spiele, um einfach ein bisschen Gold zu farmen. Und dann werden wir noch ein paar Versuche wagen, in der Story weiterzukommen. Denn ich befürchte, so einfach wird es nicht mehr werden. Also ich habe eine Vermutung noch, eventuell, wie wir es schaffen könnten. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil ich dafür eigentlich viel Geld bräuchte. / Gold. Dass wir uns mit dem Nikolas, mit dem Artefakt-Dude, der mir natürlich immer wieder ziemlich viele Artefakte bringt, die ich halt auch nicht bezahlen muss, was auch sehr vorteilhaft ist, dass er uns eventuell helfen könnte. Bin mir aber unsicher, also Vorteil von dem anderen Hero ist natürlich, dass wir Geld kriegen, ne? Und mit Nikolas haben wir halt kein extra Geld. Kriegen aber regelmäßig natürlich auch noch Schilde, ja? Jedes Mal, wenn wir ein Artefakt kriegen, schildet er um 7,5%. Ist nicht schlecht, muss man sagen. Eventuell pushen wir ihn auch noch bis zur nächsten Stufe. Na, gucken wir mal. Wieder 2700 Gold. Ist halt im Endeffekt nicht viel, ne? Hast du 2700 Gold, aber kannst nicht viel mehr machen, tatsächlich. Was wir machen können, ist, wir können einen Bergarbeiter verbessern. Wir haben nämlich genügend. Er kriegt zumindest ein bisschen Lebenspunkte und ein bisschen Attack dazu. Was ziemlich sinnlos ist. Kriegt schon mal mehr Silber, oder? Kann das sein? Und was mich halt super, 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 super in diesem Spiel stört, ist, dass du nie im Leben, never ever, bis zu deinem Lebensende es hinbekommst, irgendeine von den legendären Einheiten auf Level 10 zu kriegen als Non-Payer. Ne? Als jemand, der nicht bezahlt. Ich meine, wir spielen jetzt, das ist jetzt die, lass mich gucken, 45. Folge. 45, gut, es ist eigentlich ziemlich egal, wie viele A-Minuten. Wir haben seit 3 Monaten spielen wir die, seit 3 Monaten spielen wir dieses Spiel. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag. Jeden einzelnen Tag spiele ich dieses Spiel. Und ich kriege es nicht mal ansatzweise hin, den auf 10 zu kriegen, ja. 50 fehlen noch und dann, wie gesagt, wahrscheinlich 800 bis auf Level 10. Und der ist ja, das ist gerade auf Level 8, weißt du, jetzt brauche ich hier nochmal 300 und dann nochmal 800, also 1100. Das stört mich, weißt du, das ist so eine, yo, am Anfang sieht es halt ganz cool aus und ja, klar, locker, Level 10 kriegst du hin, das ist ein echt cooler Skill, den du auf Level 10 den bekommst mit dem Blitzzauberer, ne? Ein richtig nicer Skill. Wirst du halt nur nie kriegen, ne? Never ever in deinem Leben, vergiss es. Genauso wie mit dem Gold. Ich verstehe nicht, warum wir so viel Gold haben, so wenig Gold haben, aber 32.000 Ehre. Da kannst du noch so viel, du weißt nicht, da kannst du dir Kopfstände machen, kriegst du nicht hin, das Gold, ne? Es ist unmöglich. Ich meine, du musst ja auch deine Gebäude irgendwie aufrüsten. Ich meine, ich habe einen auf 20, der andere ist auf 14, der jetzt auch schon wieder 23.000 kostet. Ich glaube, ich brauche jetzt bestimmt noch 1 Million Gold, um alles auf 20 zu bringen. Das ist unglaublich viel. Na, das ist, keine Ahnung, also, boah, weiß nicht genau. Deswegen, ich werde mal das Geld jetzt hier investieren. Na, alles auf Level 3 gebracht. Jetzt hat nur noch eine Abklingzeit von 110 Sekunden statt 120, ist auch schon mal super. Denn wir werden jetzt tatsächlich wahrscheinlich den hier benutzen. Dadurch habe ich allerdings meine ganzen Blockwerte sind nicht mehr da, ne? Weil das Item, was er ja hat, bringt ja alle Blockwerte plus 15. Ist nicht schlecht. Hier hingegen, das ist das Problem, ich darf halt nicht getroffen werden, ne? Das ist ein Riesenproblem. Ich darf nicht getroffen werden. Und ich kriege halt insgesamt 2 Artefakte alle 110 Sekunden. Es wäre eine Option. Den kannst du vergessen, das ist. Ja, wobei es auch nicht. Wobei es ist abklingt, die Dingsfähigkeit, das ist nicht gut. Was ja gut wäre, wäre ja tatsächlich Tesla, der hier, ne, mit seiner passiven.
Fusionieren beschwört einen Blitz mit Aschale 80% von Höhe des Angriffswerts des Blocks. Nicht verkehrt tatsächlich, aber ich möchte halt kein Geld bezahlen, ne? Ich möchte kein Geld bezahlen, um hier voranzukommen. Also, meine letzte Option ist es tatsächlich mit Nikolas zu spielen. Auch wegen, wie gesagt, dass Silber eigentlich echt cool ist. Ja, sein Passiv ist natürlich sinnlos. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber wir kriegen natürlich, also ne, das Problem ist, die Aktive kriegen wir halt nie benutzt. Hier hingegen, boah, komm, lass uns das gesamte Geld daran investieren. Weil die Blöcke brauchen ja auch, die brauchen ja auch Werte, ne? Okay, wir haben es noch ein Level höher gebracht, perfekt. Er ist jetzt Level 32. Den benutzen wir statt Catalina, ist okay. Genau, jetzt hat er eine 1 drauf. Probieren wir es. Wir können hier noch eine Kiste mitnehmen. Ich kriege... Oh, habe ich jetzt drei Frostritter? Drei Frostritter? Habe ich drei Frostritter bekommen oder zwei? Ah, weiß nicht genau. Ihr habt es gesehen, ihr könnt zurückspulen. Was haben wir hier noch? Das hier haben wir noch. Das hier haben wir noch. Und später 40 mal Herausforderung. Alles klar. So, schauen wir doch mal, wie viel wir das Spiel schon empfohlen haben. 19 Leute haben das Spiel schon gespielt. Ist doch auch schön. Gut, das will ich jetzt nicht anklicken. Habe ich keinen Bock drauf. Lasst uns versuchen, das noch zu schaffen. Gucken wir an. Gut, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ist völlig egal. Ist völlig Latte, ehrlich gesagt. Mich würde tatsächlich interessieren, wie cool das ist, jedes Mal zwei Artefakte zu gehen. Dann 110 Sekunden. Boah, ich weiß nicht genau. Mal gucken. Also wir können im Prinzip auch nur die hier benutzen. Mehr geht eigentlich gar nicht. Also mehr Optionen haben wir ja gar nicht, als die Frostritter zu nutzen. Alles andere wird einfach immer instant weggeknüllt. Die machen halt 300 Schaden, Mann. Das ist so viel. Wie willst du? Ich krieg nicht mal die erste Runde überlebt, oder? Kann das sein? Ja. Ah ja, stimmt. Die klauen mir ja ständig auch mein Gold. Ist aber nicht verkehrt, wenn wir sie immer wieder versuchen, ne, dass einer übrig bleibt und wir immer wieder versuchen, dass er... dass wir halt Zeit schinden. Das ist einfach, das geht halt nicht, ne? Das ist unmöglich. Also, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ich bin nicht mal schnell genug, um das alles zu killen hier. Ja, keine Chance, Leute. Also, wir werden hier an der Stelle tatsächlich aufhören. Wir kriegen zwar coole Meteorstabe und Matadoren-Capes und dies und jenes. Aber sie klauen mir halt ständig Geld, ne? Das geht halt nicht. Kommandostab, den unheimlichen Krug. Das ist halt eine Unmöglichkeit, ne? Wir werden es nicht schaffen. Wir werden ja auch nicht an der Stelle nicht mehr weitermachen. Also, das macht tatsächlich relativ wenig Spaß, wenn die Gegner einfach ultra strong sind und einfach mit Level 10 hier gleich schon am Anfang reinkommen. Ja, also, ich habe halt diese Möglichkeit nicht, ne? Also, da war das, ich weiß gar nicht, wen hat man gehabt? Catalina? Da war es schon mit ihr tatsächlich besser gewesen. Also, meine lieben Freunde, ich muss zugeben, wir haben uns, müssen uns an dieser Stelle geschlagen. Es ist einfach nearly impossible, als nicht bezahlender Spieler hier voranzukommen. Es ist schlichtweg unmöglich. Ja, das muss man einfach leider so sagen. Es ist schlichtweg einfach nicht möglich. Wenn ich mir meinen letzten Part angucke, ich kann mir den letzten Part nochmal angucken. Wir sind, glaube ich, bis Welle 8 oder so gekommen, ne? Welle 10 sogar, Welle 12, 13. Ja, wir haben es gut geschafft mit unserem normalen Ritter. Na, also nicht Catalina, sondern der andere Ritter. Wir haben es bis 14 geschafft. Und der Gegner hat einfach 15 Schaden jedes Mal gemacht, 17 Schaden. Es war einfach... Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich die Einheit ein bisschen anders positioniert hätte. Ich habe so viel Zeit in dieses Spiel jetzt investiert. Und die Gegner sind so unendlich stark, aber es ist ja nicht mehr eine Boss-Ebene, ne? Das wäre ja der Boss erst. Vielleicht, es kann auch sein, dass es das Schwerste ist, vielleicht fehlt da eine Justierung. Vielleicht ist das wieder 100 mal einfacher als die 6. Ich weiß es nicht genau. Oh, hier fehlen sogar noch 2 Sterne. Was? Ah, noch 28 erst, ja. 29 gilt hier. Ja, vieles davon haben wir nicht geschafft. Wollte ich irgendwann mal nachmachen, aber ihr seht, also bis ich das Gold hier zusammenbaue, es dauert einfach mindestens 1 bis 2 Wochen, wirklich jeden Tag 1 bis 2 Wochen spielen, um eine Stufe höher zu kommen. Das ist das Spiel einfach tatsächlich nicht mehr wert. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt bis zu dieser Stelle.
Ah, wir können mal irgendwie noch die ganz kurz die Kisten mitnehmen. Lass uns die Kisten alle mitnehmen. Ist ja kein Ding. Aber ich habe wieder einen Punkt Frostritter bekommen. Oh, 6 Berater. Und auch diese Einheiten höher zu kriegen, ne? Alter, ich weiß nicht, wo du das ganze Gold hernehmen sollst. Wo zum Geier soll man so viel Geld hernehmen? Ich habe 40 Einheiten nicht alle leveln können. Das ist natürlich der Sinn. Also das Spiel möchte natürlich nicht, dass du alles levelst, ne? Weil dann würdest du ja Erfahrung kriegen und steigen vom Level her. Ich weiß nicht, wo man... Vor allem, das ist so lächerlich. Was ist das? 91 Gold, was ist das? Das ist nicht mal eine Stunde Reward vom Steueramt. Nix ist das. Absoluter Schrott. Nur Kacke ist das. Nicht einfach Ingenieur 500? Tatsächlich 531, ja. 537 bringt aber nichts, weil... da können wir hier... So, Level 2. Jetzt kostet es 50. Jetzt kostet es 100. Jetzt kostet es 200. Und wir haben kein Gold mehr. Ja, und dann ist wieder genau das gleiche Problem. Du kriegst einfach diese ganzen Dinger nicht. Du kriegst einfach die Teile nicht, die du haben möchtest dafür. Ja, du kannst da Gems ausgeben oder echt Geld raus. Und ja, mach doch. Nee, ich nicht. Ich nicht. Gut, Leute. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben leider nicht alles geschafft, was ich mir gewünscht habe. Aber wir sind echt weit gekommen, muss man sagen. Wir kriegen sogar noch eine Kiste. Komm, das ist direkt hier auf Null. Perfekt. Perfekt ausgereizt, das Event. Mir reicht es tatsächlich mit dem Game. Wir haben jetzt, wie gesagt, 3 Monate, jeden, wirklich ungelogen, jeden einzelnen Tag habe ich fast immer perfekt alle 5 Tokens rausgehauen. Und ihr seht, ich komme nicht weiter. Ne? Also zwischen einigen Parts sind teilweise schon mal 1-2 Wochen Farming gewesen. Das ist jetzt immer, das sah vielleicht für euch immer nicht so lang aus, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ja, das haben wir zumindest gemaxt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebäude haben wir gemaxt von vielen. Von 11, 12. Und die Hälfte haben wir gemaxt. Und nun reicht's aber auch mit dem Spiel. Meine lieben Freunde, danke fürs Zusehen. Das war's gewesen mit dem Let's Play zu Merge Tactics Kingdom Defense. Vielleicht mache ich irgendwann mal weiter. Aber erstmal reicht mir das Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Cloud-Safe gibt, dass wenn ich es deinstalliere, ob ich meinen Safe wiederkriegen kann, weil ich sehe nur zu Einstellungen. Doch hier. Wir haben... Okay, wir haben es auf jeden Fall im Google Play Store, im Google Play Account gespeichert. Perfekt. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder, wenn ich Bock auf dieses Game habe und Bock habe, wieder richtig viel Zeit zu investieren. Bis dahin suche ich mir einfach ein anderes Let's Play, ein anderes Spiel, was ich Let's Playen kann. Bin ich immer auf der Suche nach neuen Spielen, falls ihr irgendwas kennt. Gerne her damit. Ansonsten war es das erstmal mit dem Let's Play zu Merge Tactics Kingdom Defense. Danke fürs Zusehen, danke für die letzten 3 Monate und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.